Ja, wir sind hier am Fischereihafen, im Norddeicher Hafen. Ein Hafen, der ja, von Fischerbooten, aber auch im Bereich Offshore stark frequentiert wird, touristisch geprägt und ja, sehr belebt. Ja, die Feuerwehr Norden wurde heute in den frühen Abendstunden zu einem Umwelteinsatz gerufen. Hierbei ist ein Motorrad ins Norderhafenbecken gefahren und ist dort im Wasser versunken. Ja, die Feuerwehr war ersteintreffend, hat den Motorradfahrer betreut und dann im Nachgang an den Rettungsdienst übergeben. Dieser wurde vom Rettungsdienst behandelt und auch ins Krankenhaus mitgenommen. Wir haben dann mit Booten und Ölspeeren die Gefahrstelle eingedämmt und mit Hilfe der Einsatztaucher der DLRG und dem Rüstwagen mit Kran das Motorrad aus dem Wasser geborgen und somit den Umweltschaden begrenzt. Ja, bei der Unfallmaschine handelt es sich um eine moderne Sportmaschine, die hier nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen ist und dementsprechend ins Hafenbecken gefahren ist. Diese Einsatzstelle haben wir schon das ein oder andere Mal gehabt. Das heißt, für uns kein unbekannter Einsatz, das passiert ja ab und zu mal. Das Hafenbecken hier in Norddeich ist relativ tief. Wir haben 4 bis 5 Meter Wasser hier ungefähr. Deswegen können wir aus eigenen Mitteln das Motorrad so nicht rausbekommen und benötigen da Unterstützung von der DLRG.